Ich glaube, einen besseren Zeitpunkt für das erste Saisontor kann man sich, glaube ich, kaum wünschen, oder? Ja, schön, freut mich. Aber selbst wenn der Matthias drei Dinger schießt und wir das Spiel gewinnen, ist mir das vollkommen wurscht. Aber ihr habt das Spiel ja heute auch durchaus verdientermaßen gewonnen, wie ich fand. Ihr wart von der ersten Minute an da, anders als in Augsburg, ne? Ja, definitiv. Wir wussten, dass wir eine Reaktion zeigen müssen. Und von der ersten Sekunde an. Und das ist uns gut gelungen heute. Wir haben physisch viel besser dagegen gehalten. Und ja. War das der Schlüssel tatsächlich zum Sieg, dieses physische Spiel von euch? Ja, mit Sicherheit ist es ein Schlüssel. Ich meine, die Augsburger, die haben es unseren Verteidigern schwer gemacht in Augsburg. Die waren sehr physisch. Wir haben versucht, unsere Verteidiger ein bisschen mehr Zeit zu geben, die vorne ein bisschen abzubremsen, und das ist gut gelungen. Wenn man ein bisschen Haar in der Suppe finden möchte, Überzahlspiel heute, vielleicht ein bisschen was, wo wir ein bisschen zögerlich vielleicht gewesen seid? Ja, kann ich nicht beurteilen, bin ich im Überzahl drin. Die Jungs machen einen überragenden Job über die Saison hinweg. Und die werden uns auch wieder ein Spiel entscheiden durchs Powerplay. Wir haben nach dem Spiel in Augsburg von vielen gehört, wichtig ist in Playoffs, dass man auch ab und zu mal ein bisschen Gedächtnisschwund hat. Das ist, glaube ich, heute nicht so gut, weil so eine Leistung, wie ihr heute abgeliefert habt, wäre am Sonntag in Augsburg wahrscheinlich auch wieder der Schlüssel zum Sieg. Ja, definitiv. Spricht immer von so einem Even Hill. Also man darf nicht schauen, die Emotionen dürfen nicht zu hoch sein, nicht zu niedrig. Wir wussten, dass wir das Spiel in Augsburg, das müssen wir vergessen, das war zum Vergessen. Egal, ob du jetzt am Ende 7-1, 3-2 verlierst, das ist scheißegal. Müssen wir vergessen. Nichtsdestotrotz wollen wir den Sieg und die Emotionen und die guten Gefühle mit nach Augsburg nehmen und da am Sonntag wieder angreifen. Ist es manchmal überhaupt erklärbar für Außenstehende, Manu, wie das innerhalb von drei Tagen gegen denselben Gegner so unterschiedlich sein kann? Auch vielleicht auch aus Sicht der Augsburger, die heute nicht so vieles so richtig machen konnten, weil es nicht zugelassen wurde durch euch. Oder kann man das eigentlich gar nicht so erklären? Ja, es ist schwer zu erklären. Dass wir nicht unsere beste Leistung in Augsburg gebracht haben, brauchen wir nicht diskutieren. Nichtsdestotrotz müssen wir auch mal sagen, dass die Augsburger am Dienstag sehr, sehr gut gespielt haben. Haben es uns sehr schwer gemacht. Wir haben uns heute besser auf die eingestellt, haben von Anfang an das so gemacht, wie wir es auch machen wollten, wie wir es am Dienstag auch machen wollten. Und ja, sind mit dem Sieg nach draußen und gehen am Sonntag in Augsburg. Ja, danke. Matthias, Glückwunsch. Sieg heute nach der Niederlage am Dienstag. Ich habe gerade den Manu gefragt, ob es überhaupt für uns als Außenstehende von euch erklärbar ist, wie es manchmal innerhalb von drei Tagen gegen denselben Gegner so ganz unterschiedlich sein kann. Das galt ja nicht nur für euch, sondern auch für Augsburg, die am Dienstag vieles oder fast alles irgendwie richtig gemacht haben und heute nicht alles richtig machen konnten, weil ihr sie auch nicht gelassen habt. Ja, wir sind erstmal alle Menschen und keine Maschinen. Das müssen, glaube ich, einige mal langsam verstehen, weil hier ist keiner, der nicht immer seine Leistung bringen will. Heute hat es sehr gut geklappt. Wir haben uns viel vorgenommen und haben Herzblut reingesteckt, haben die Dinge verbessert, die wir uns vorgenommen haben. Und dann konnten wir das Spiel glücklicherweise gewinnen. Waren es jetzt diese viel zitierten Kleinigkeiten, die jetzt schon vor allem auch zum Ende der Hauptrunde immer angesprochen wurden von Philipp und Alex, auch immer wieder in den Interviews, die ihr besser machen wolltet im Vergleich zu den Wochen davor? Oder was war es so aus deiner Sicht heute, was die Schlüssel waren letztlich? Bestimmt, zum Teil bestimmt auch das. Hat man ganz klar gesehen, dass wir die angesprochenen Kleinigkeiten verbessert haben. Das ist ganz, ganz wichtig, gerade in den Playoffs, weil jeder kleine Fehler, der wird bestraft. Ja. Und die haben wir versucht zu minimieren und unser Spiel zu machen, so wie wir es können, so wie wir uns vorgenommen haben. Und das haben wir heute auch gut durchgesetzt, 60 Minuten. Einer dieser Schlüssel war auch die Disziplin. Weniger Strafen natürlich, deutlich weniger klar, als jetzt am Dienstag. Auch wenn es so das ein oder andere Scharmützel, das gab es ja wieder, aber das gehört in den Playoffs irgendwo dazu, ne? Ja, natürlich gehört das dazu, aber wie du schon richtig sagst, die Disziplin war heute sicherlich da. Und bei uns kommt das mit viel Laufeinsatz. Wenn wir viel laufen, dann ziehen die anderen eher die Strafzeiten als wir. Im Grunde spielt ihr ja ab jetzt eine Best-of-Five-Serie, ne? Also im Grunde das Ding jetzt in Augsburg schon ein bisschen vorentscheidend, würdest du sagen? Man kann so rechnen jetzt Best-of-Five, aber es ist dann überhaupt nicht vorentscheidend. Es ist vorentscheidend, wenn es ums vierte Spiel geht, nicht das nächste, aber wir wollen uns weiter stetig steigern und ich denke, das werden wir tun. Was erwartest du, die Augsburger, im Heimspiel nach dieser Niederlage? Wahrscheinlich werden die erpicht sein, euch in den ersten fünf Minuten so ein bisschen zu überrennen.
wird es da entscheidend sein, da von ersten Sekunden an einfach wahrscheinlich hellwach zu sein. Das haben die ja schon im ersten Spiel versucht, haben die bestimmt heute auch probiert. Ja, wir sind jetzt vorbereitet. Das erste Spiel haben wir gesehen, was wir machen müssen. Und wenn wir es wissen, können wir auch dementsprechend agieren und reagieren. Also ihr seid in der Serie angekommen? Ja, ich denke schon, oder? Denke ich auch. Kurz, Matthias. Kurz vor dem Ende nochmal so eine komische Situation. Die Scheibe wird an der Bande entlang gespielt, kommt hinten, du wolltest hinten klären und da kommt die ganz komisch raus. Wie fühlt man sich in dem Moment? Ja, da versucht man natürlich so schnell wie möglich zurück ins Tor zu kommen. So viel Zeit zum Nachdenken ist da nicht. Ich habe nur versucht, noch irgendwie einen Schläger dran zu kriegen, im Falle, dass ein Augsburger Spieler vorm Tor stand. Aber wir sind alle konsequent zurückgekommen und konnten dann klären. Alles klar, dann wünschen wir euch für Sonntag das Gleiche. Danke. Danke, guten Abend. Zuerst gehört die Lili Hari. Aus meiner Sicht, im ersten Drittel unser Start war okay. Ganz ehrlich, wir haben zwei Geschenke einfach hergegeben bei dem ersten Gegentor. Ähnlich wie in Augsburg. Wir hatten eine super Möglichkeit vom Slot in der offensiven Zone. Ist geblockt worden. Die laufen auf eine Mini-2-gegen-1-Situation und auf einmal, boom, steht es 1-0 für Düsseldorf. Beim zweiten Gegentor, ein Turnover von unserer Fehler in unser Drittel, hat zum 2-0 geführt. Im zweiten Drittel erfahren, dass wir sind besser in der Partie gekommen, aber unser Momentum ist immer unterbrochen worden durch Strafzeiten, zu viel mit der Heck gespielt. Im letzten Drittel schon wieder, wir waren am Drücker und dann wir haben eine Powerplay-Situation gekriegt, ausgenutzt bei 3-1. Und dann, wir haben gedrückt bis zum Schluss, aber ganz ehrlich, es wollte nicht reingehen. Also, wir haben unsere Chancen gehabt, Breakaways, 2-gegen-1 Situationen, aber ja, heute war nicht unser Tag, aber Mund abwischen, weil in weniger als 48 Stunden geht es wieder los in Augsburg. Dankeschön. Ja, guten Abend zusammen. Unabhängig vom Ergebnis haben wir heute eigentlich das gespielt, was wir schon in Augsburg machen wollten. Augsburg ist, wie man schon gesagt hat, wenn die Raum haben, wenn die ungestört ihre Pässe machen können, dann ist das eine sehr, sehr gefährliche Mannschaft. Und heute wussten wir, wir müssen die Räume besser schließen, wir müssen die Verteidiger früher unter Druck setzen, besser unter Druck setzen und einfach das Tempo aus deren Spiel rausnehmen. Ich fand, meine Mannschaft heute hat das sehr gut umgesetzt. Wir haben uns ein bisschen im letzten Drittel da vom Spiel abbringen lassen, mit ein paar Strafzeiten, aber insgesamt kann man sagen, dass wir in der Serie angekommen sind. Danke.